Hallo und herzlich willkommen, Heißtempers. Heute möchte ich euch eine Technik vorstellen, die ich im Livestream für die Convention dieses Jahr gesehen habe. Ich fand das eine sehr nette Idee und fange natürlich auch sofort an. Als erstes habe ich hier ein altes Stück Papier, aus dem ich eine Form ausgestanzt hatte. Und die benutze ich jetzt quasi als Schablone, um mit dem Versamark-Stempelkissen das Innenleben dieser Schablone dann gut abzustempeln, damit ich jetzt dann anschließend hier auf dieses schön glänzende, wie ihr sehen könnt, jede Menge Embossingpulver streuen kann. Ist ja eine große Fläche, also braucht man natürlich auch viel Pulver. Und ich fange das immer gleich dann wieder in dem Döschen auf, denn viel braucht man ja letztendlich eigentlich nicht und den Rest kann man so dann ja gut gleich weiterverwerten. So sieht das dann aus, wenn es erhitzt ist, also fertig embossed. Und nun nehmen wir die Mixmarker. Das Schöne ist, dass bei diesen Mixmarkern ja immer der gleiche Farbton in drei Abstufungen enthalten ist. Das seht ihr ja hier schon gut. Und ich fange jetzt erstmal mit dem helleren Ton an. Ihr müsst darauf achten, dass ihr auf das Embosste nicht ganz so viel malt, denn die Mixmarker sind ja auf Alkoholbasis und die haften tatsächlich auch auf dem Embossen wunderbar. Das Helle kann man hier noch gut so mit dem Taschentuch wegwischen. Wie ihr den Rest gleich wegbekommt, zeige ich euch später. Jetzt erstmal die nächste Farbe. Lass mal gucken, welches die nächste ist. Gut. Und da mache ich jetzt natürlich einfach hier weiter. Die Übergänge, die verschwimmen wunderbar dadurch, dass dieser Alkohol halt eben erlaubt, dass die Farbpigmente sich gut vermischen. Und ihr seht hier meinen kleinen Trick. Der helle Stift, den ich hier benutze, ist ein sogenannter Farbaufheller. Und mit dem kann man auch ein bisschen jetzt die Farbe von dem Embossen wieder runternehmen. Es empfiehlt sich trotzdem möglichst nicht zu viel auf dem Embossen zu malen. Hier ist es schon ein bisschen viel, glaube ich. Ja, es geht noch gerade. Und mit dem Taschentuch kann man das Restliche dann gut wieder abwischen. Nochmal nachgehen. Den Farbaufheller wische ich immer am Rand noch ein bisschen wieder ab, damit die Farbe nicht komplett dran bleibt. Und jetzt nehme ich natürlich auch noch den letzten Farbton und mal den unteren Rand. Und natürlich auch da dann wieder für das, wo ich über das Embosste gemalt habe, noch einmal den Farbaufheller, um die Farbe da wieder abzutragen. Und ihr seht auch schon, je dunkler die Farbe, desto schwieriger wird das Ganze. Das ist ja auch nicht wirklich schlimm, wenn ein bisschen übrig bleibt, aber ihr solltet halt einfach gucken, wie euch das am besten gefällt. Hier male ich jetzt nochmal mit dem Ton ein bisschen nach, weil mir das noch nicht ganz dunkel genug ist. Das möchte ich noch ein bisschen mehr haben. Und dann können wir gleich, wenn ich hier jetzt auch noch die Übergänge nochmal ein bisschen nachgearbeitet habe, auch zum nächsten Schritt übergehen. Denn mit dem Malen der Mixmarker sind wir dann hier soweit fertig. Aber die Karte muss ja noch gestaltet werden. So, hier mache ich jetzt nochmal ein paar Farbhighlights dadurch, dass ich mit dem Farbaufheller auch in die Farbe gehe. Das seht ihr dann später auf der Karte. Der Effekt dauert immer ein kleines bisschen und arbeite hier auch nochmal ein bisschen an dem Embossen nach, denn da ist doch noch ein bisschen viel Farbe für meinen Geschmack. Und dann habe ich hier jetzt meine Stempel aus dem Daydream Medaillon und die werde ich jetzt auch Ton in Ton aufstempeln. Ich möchte gerne in dem Blauton bleiben. In diesem Fall ist das jetzt Bermuda-Blau. Und ich nehme mir auch nochmal eins der kleineren Motive, damit ich das Ganze schichten kann. Ihr seht, ich habe auch nur ein Restepapier jetzt benutzt, um das zu stempeln. Und das Praktische bei diesen Stempeln ist, dass es die passenden Big Shot-Formen gibt. Also ausstanzen ist mal wieder super easy. Und die klebe ich jetzt einfach hier so in die Mitte. Damit ich auch noch einen schönen 3D-Effekt habe, nutze ich dafür wieder meine Abstandpads. Einmal den kleinen und für den größeren brauche ich natürlich dann ein bisschen mehr. So, und dann klebe ich das natürlich einfach jetzt noch auf mein embosstes Motiv. Und ohne Spruch ist das natürlich langweilig, also habe ich hier mir noch einen, ich immer wieder finde, schönen Spruch ausgesucht, schön, dass es dich gibt. Da reicht dann auch ein schmaler Streifen Papier, solche Reste habe ich immer und überall, deswegen solltet ihr die auch nie wegwerfen. Und die Ecken stanze ich in der Regel, um ein Fähnchen zu bekommen, dann mit dem Quadratstanzer, aber ich muss jetzt hier erstmal noch ein Stück abschneiden, damit das auch passt.
und an der anderen Seite natürlich genauso. Ich finde, damit kann man dann immer ganz gut die Mitte bekommen. Ansonsten sehen bei mir die Fähnchen meistens immer ein bisschen komisch aus. So, und dann habe ich das noch ein bisschen schmaler geschnitten und werde jetzt noch hier die Kanten ein bisschen in derselben Farbe wieder wischen. Alles schön blau in blau. Ihr seht, ich habe das ein bisschen beschleunigt. Ja, und auch das klebe ich dann, wenn ich jetzt fertig bin. Vorher noch das Stempelkissen zumachen mit meinen Abstandhaltern auf. So, ich glaube, ein bisschen schräg ist ganz nett. Und dann ist auch schon mein Kärtchen wieder fertig. Get about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.